Der Sound aus dieser Anlage ist brutal. Bleh. Moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder zurück aus der Sommerpause und zurück in der Online-Welt, könnte man fast sagen. Und alles wird ein bisschen anders. Dieser Titel des Videos hat einen ganz bestimmten Grund, denn ich werde in den ersten paar Minuten relativ kurz fassen, was in den nächsten Wochen passieren wird, weil sich eine ganze Menge verändert hat durch den Urlaub, weil wir hatten nämlich einen massiven Autounfall, aber gleich dazu mehr. Deswegen für die, die praktisch einfach nur kurz wissen wollen, was in den nächsten Wochen passiert, können jetzt die ersten paar Minuten gucken, und die, die das Ganze ein bisschen ausführlicher hören möchten, können einfach dranbleiben und mir die ganze Geschichte lauschen, sage ich mal. Würde ich mal sagen, fangen wir direkt an. Womit fangen wir am besten an? Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, euch zu... Ja genau, wir fangen damit an, was die nächsten Wochen erstmal passieren wird. Folgendes. Die nächsten Wochen kommen keine normalen Videos, wie zum Beispiel, was ist ein Kompressor, was ist ein Gate oder ein Produkttest, bla bla bla. Nächste Woche geht es wirklich nur... darum. Meine Instagram-Follower wissen schon, worum es geht. Link mir dazu in der Videobeschreibung. Könnt mir gerne mal ein Follow da lassen, wenn ihr wollt. Es sind immer so ein paar Internetinformationen in der Story und so weiter und auch ein paar coole Fotobeiträge, würde ich mal ganz vorsichtig behaupten. In den nächsten Wochen geht es wirklich nur um diese Anlage. Ich habe ein Mini-PA-System gebaut, was wirklich so für kleine Gitarren-Sessions gedacht ist, für Home-Theater, also wirklich für Beamer aufstellen, Film gucken. Deswegen ist der 8-Zoll-Bass auch relativ groß ausgefallen, dafür, dass es bloß eine 8-Zoll-Pappe ist, weil ich einfach einen 8-Zoll-Bass haben wollte, der trotz Lautstärke auch sehr tief spielen kann. Hat also einen sehr langen Port, ein relativ großes Gehäuse. Komplett Aktitas-System, Class D-Endstufe ist verbaut. Wir haben hier einen 8-Zoll-Langhub-Chassis. Wir haben im Top einen kleinen 4-Zoller drin. Das ist ein 4-Zoll-Breitbänder. Das ist der, genauer gesagt, der Fiteil FE32. Ist relativ günstig und vor allem auch ein sehr guter Treiber, wie ich finde. Das ist eine komplette DSP-Anlage. Wir haben wirklich hier 48 Kilohertz. Das Ganze ist eine DSP-Anlage mit einem 48 kHz und 24-Bit DSP aus dem Hause Mini-DSP. Und das Ganze wird so ablaufen. Die nächsten ganzen Wochen wird es, wie gesagt, nur um diese Anlage gehen. Das bedeutet, es wird eine Bauserie geben. Ungefähr 2 Videos pro Woche, jedes Video so ungefähr 15 Minuten lang, wo praktisch genau erklärt wird, wie ich diese Anlage Step-by-Step baue. Also die jetzt so Tutorials und Produktvideos erwarten, die können schon mal in den nächsten Wochen... weggehen, und die, die darauf Bock haben, die kommen halt und beziehungsweise bleiben. Genau, so haben wir schon mal erklärt, geht also darum. Blöd ist nur wirklich, ich wollte eigentlich noch ein richtig schönes Introducing-Video drehen, weil ich baue die ja zweimal. Die weiße Anlage ist schon komplett fertig, das ist mein Vater, steht auch schon bei ihm im Wohnzimmer, und die schwarze bleibt praktisch bei mir und wird eine richtige PA-Anlage mit festem Gitter und so weiter. Ich wollte da, wie gesagt, ein richtiges Introducing-Video drehen mit, wie baut man die auf, was kann die eigentlich, so ein bisschen cinematisch und so weiter. Leider geht das nicht, weil wir, wie gesagt, einen kleinen Autounfall hatten und noch alles am Kamera-Equipment in diesem Auto liegt in Italien. Und somit ist noch Wochen dauert, bis das Ding zurück ist, und dementsprechend kann ich das schon mal abspielen, will euch aber trotzdem Videos versorgen und nicht noch einen ganzen Monat warten lassen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach schon mal damit an, euch die Bauvideos zu servieren, und ganz am Ende können wir noch ein cooles Introducing-Video raushauen, und dann seid ihr hoffentlich trotzdem damit glücklich. Noch ganz kurz zusammengefasst, also jedes Video kommen ungefähr 2 Bauvideos, am Ende kommt immer noch ein kleiner Abspann, wo ihr auf zur nächsten Folge klicken könnt. Logischerweise, die nächste Folge noch nicht da ist, wird ein anderes Video vorgeschlagen, nicht wundern, das ist denn einfach so. Alter, hat das gehört? Hat die Tür hier rums? Hase? Hase? Es gibt gute Neuigkeiten. Ach, sieh mal! Zwei Sachen. Erstens? Wir können jetzt die 3 haben. Echt jetzt? Ja. Aber ja, ich würde sagen, das wäre richtig. 18 Uhr am Sprinter besichtigen. So, wow. Warum Erik und ich so freuen, das erfahrt ihr gleich. Also eigentlich gibt's gerade nicht so einen großen Grund, sich zu freuen, weil eigentlich ganz schön scheiße passiert ist. Aber jetzt kommen wir zum ausführlichen Teil, die, sage ich mal, groben Informationen, die habt ihr jetzt bekommen. Kann sein, dass das ein kurzer Break dazwischen war, weil ich gerade mit Erik gesprochen habe, aber ist mir jetzt auch voll egal. Folgendes, ich hatte wirklich mit den coolsten Leuten auf dieser ganzen Erde den allercoolsten Urlaub meines Lebens. Wir haben praktisch einen T5 umgebaut, da haben wir praktisch ein Bett reingebaut mit einem Kistensystem, dass wir unsere ganzen Sachen da drin haben können. Wir hatten ein Solarsystem, 120 Watt Panelleistung mit einem Umwandler, wir hatten eine Küche, wir hatten Wasser, wir hatten wirklich alles, um in diesem Auto zu leben, und ein kleines Wurfzelt, damit wir mit 5 Leuten auch irgendwo pennen können. Sind wirklich 2 Wochen einfach Richtung Süden gefahren, wir waren in Kroatien, wir waren in Italien. Mit 90 PS Boot fahren, war auch ultra geil. Meine Instagram-Follower wissen das. Das war nämlich richtig geil. Wie gesagt, nochmal Link in der Videobeschreibung zu meinem Instagram-Account. Wer folgen will, ich rede gerade sehr schnell, was mir egal. Wir waren in Slowenien, wir waren in Tschechien. Also es war wirklich einer der coolsten Urlaube, die ich je in meinem Leben hatte. Bis zum Tag Nummer 9. Wir sind auf der 70er Strecke gefahren in Italien.
sag's nochmal langsam, wir sind auf einer 70er Strecke gefahren in Italien und vor uns war ein 40 Tonner LKW, der nach links geblinkt hat, nach links ausgeschert ist, mit dem gleichen Tempo wirklich instant rechts rüber gefahren ist und kein Scheiß, war das keine Chance, wir haben sofort gebremst, aber ging nicht mehr. Die A-Säule ist komplett zerbumst. Wir haben wirklich genau, wir waren genau in der Scherung mit der A-Säule, wo praktisch der Trailer anfing und das, der T5 sieht nicht wirklich mehr schön aus und es könnte sein, dass der einen wirtschaftlichen Totalschaden hat. Könnte aber auch sein, dass der noch zu retten ist. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Auf jeden Fall war für uns der Urlaub erstmal gelaufen. Aber wir haben trotzdem das Geilste draus gemacht und zwar könnt ihr mal googeln, Lancia Y. Das ist ein italienisches Auto. Das ist, glaube ich, das kleinste Auto auf dieser scheiß Erde und da mussten wir zu fünft ungefähr nochmal 1500 Kilometer zurücklegen, um nach Hause zu kommen. Das war wirklich Story of my life, Alter. Ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen, weil ich glaube, es muss auch noch ein bisschen intern bleiben, weil es unsere Freundesgruppe ist, aber nur, dass du mal so grob Bescheid wisst, was der Grund dafür ist, warum jetzt alles sich ein bisschen verändert. Weil mein ganzes Kamerazeug noch in diesem T5 steckt. Das heißt, ich habe ja auch mittlerweile Kameraaufträge, unter anderem bei Jay & Aria, unter anderem bei Arman und noch anderen YouTubern und noch normalen Leuten, wo ich auch Geld dafür bekomme und wo ich auch mit denen zusammen gerne arbeite. Geht aber nicht, wenn mein Kamerazeug nicht mehr da ist. Und habe ich schon 2 Wochen gesagt, hey, ich bin im Urlaub, kann nicht und die bei alle auch schon so, blöd, schade, egal, viel Spaß im Urlaub. Jetzt muss ich nochmal in 3 Wochen sagen, ey Leute, sorry, ich kann nicht mit euch drehen, ich habe kein Kamera-Equipment, so, weißt du, und das Mieten lohnt sich auch überhaupt nicht. Weil der T5 wird nämlich erst ungefähr in 3 Wochen von Italien hergekarrt. Blöd. Da hängt aber noch ein Problem mit dran. Und zwar kann es sein, dass so ab Folge 7 oder Folge 8 dieser Anlagenbaureihe eine kleine Lücke auf meinem Kanal erscheint. Denn in dem Auto ist auch mein Lötkolben, meine Messgeräte, meine ganzen Anziehklamotten eigentlich auch und praktisch auch alles, was ich zum Bau dieser Anlage brauche. Das kann also wirklich sein, dass eine Lücke kommt. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, das Auto ist bis dahin da und ich kann die schnell fertig bauen und dass niemand diese Lücke mitbekommt. Aber ich will euch mal vorwarnen, es kann ein bisschen Struggle geben, weil wirklich alles dadurch so nach hinten verschoben wurde und auch teilweise auch durcheinander geworfen wurde. Nun will ich euch aber trotzdem mit Videos versorgen. Deswegen erstmal kein Introducing-Video und deswegen vielleicht irgendwo am Ende eine Lücke. Aber hey, who cares? Jetzt will ich mal zwischendurch mal ganz bisschen Werbung machen. Einige wissen es, ich habe eine Playlist auf meinem Kanal, die nennt sich Fremdprojekte. Das sind praktisch Videos drin, wo ich mitgewirkt habe. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, da ist eine ganze Menge geiler Scheiß dazugekommen. Auch wirklich Projekte, auf die ich selber sehr stolz bin, dass ich daran teilhaben durfte. Das wollte ich jetzt nochmal kurz nebenbei erwähnen. So, wer es wirklich geschafft hat, bis zum Ende dieses Videos dran zu bleiben, schreibt bitte mal unten in die Kommentare Hashtag bis zum bitteren Ende. Schreibt einfach unten rein, bis zum bitteren Ende. Ich will echt wissen, wer es geschafft hat, bis zum Ende hier durchzuhalten. Und ja, ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen gebumst, weil meine Kopfhörer sind auch in dem T5. Meine SSD, wo wichtige Daten drauf sind für Videos, sind auch in dem T5. Und ich muss irgendwie gucken, dass ich halbwegs geschnitten kriege. Ihr seht, PCs sind hier alle an. Ich nehme hier auch noch gerade auf. Ich schneide fleißig. Also ich bin gerade wirklich am Versuchen, zwischen den ganzen Jobs hier noch was gebacken zu kriegen. Ihr merkt, dieser Unfall hat uns und unserer Freundschaft überhaupt nichts angetan. Wir sind trotzdem alle sehr gut drauf und haben heute, deswegen waren wir gerade so ein bisschen am Ausflippen, haben heute eine Besichtigung eines Mercedes Sprinters und vielleicht haben wir ein neues Auto, das ist natürlich gebraucht, oder wenn der T5 noch zu retten ist, haben wir dann vielleicht 2? Ist ja auch nicht verkehrt. Gut, Leute, macht's gut. Freue mich auf die Baureihe. Die hat wirklich Spaß gemacht. Die Anlage klingt auch, ach genau, wollte ich auch noch kurz sagen. Ganz kurz, ich habe die ja, wie gesagt, die weiß ist ja schon fertig. Hab die auch komplett schon eingemessen, eingestellt, bla bla bla. Der Sound aus dieser Anlage ist brutal. Also wer wirklich 700 Euro investieren will in ein Selbstbauprojekt, wo er wirklich Bock drauf hat, ganz ehrlich, diese Anlage könntest du auch für 2,5 verkaufen. Wirklich, die klingt mördermäßig gut, wie ich finde. Der DSP, sorry, ob es 48 kHz sind oder 96, am Ende, das hörst du sowieso nicht. Also ich hör's nicht und bei 4-2 Breitband hörst du es sowieso nicht. Die klingt wirklich verdammt gut. Ich habe das auch von vielen guten Leuten schon gehört. Selbst Erik hat gesagt, hey, geil. Gut, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich genug gelabert. Alle Teile der Anlage in der Videobeschreibung. Die Folgen kommen bald online. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Instagram ist auch nochmal da unten drin und so weiter und so fort. Ich höre auf zu reden und tschüss.